Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Mathe Tipps. Im heutigen Video möchte ich euch dir gerne zeigen, wie du schnell und einfach eine Wurzelfunktion zweimal ableiten kannst und das an einem Beispiel f von x ist gleich 4 mal Wurzel x vorgerechnet. Ich würde mich sehr an dieser Stelle freuen, wenn dir das Video gefällt, über einen Daumen hoch. Oder wenn du keines meiner weiteren Mathe-Shorts, Mathe-Videos und täglichen Mathe-Quiz in der Community verpassen möchtest, über ein Abo. Vielen Dank dafür. Steigen wir direkt ein in die Aufgabe f von x gleich 4 mal Wurzel x. Das Thema Wurzelfunktion bereitet häufig in Klausuren und Prüfungen Probleme und wird übersprungen. Sollte man gar nicht, denn so schwer ist es nicht. Was man hier wissen sollte, ist ein kleiner Trick bzw. eine Umformulierung. Ich würde hier diese Wurzel x einmal umformulieren. Und zwar ist das gleiche wie 4 mal x hoch 1/2. Das heißt für uns, dass Wurzel x das gleiche ist wie x hoch 1/2. Also quasi können wir die Wurzel mit hoch 1/2 ausdrücken und damit rechnen wir. Das heißt, das hier zu wissen, am besten auswendig, ist wirklich zu empfehlen, denn dann können wir zukünftig alle Wurzelfunktionen leicht berechnen. Jetzt gehen wir in das Thema Ableitung, in die erste Ableitung und jetzt anhand 4 mal x hoch 1/2. Und wenden jetzt für die erste Ableitung die Potenzregel an. Das hatte ich ja bereits in vorherigen Videos gezeigt. Diese werde ich im Abspann hinterlegen. Wir haben jetzt einmal die 1/2 nach unten zu holen mal 4 mal x hoch 1/2. Achtung, wir müssen hier den Exponenten um 1 reduzieren. Heißt, wir haben jetzt die Hälfte von 4 ist 2 mal x hoch, Achtung, 1/2 minus 1 ist minus 1/2. Das ist also das Ergebnis der ersten Ableitung. Das Ganze können wir auch wieder umschreiben. Das heißt, dass man das nochmal mit der Wurzel versteht. Das ist nämlich das gleiche wie 2. Und da wir jetzt hier einen negativen Exponenten haben, wandert die x 1/2, also quasi Wurzel x, hier in den Nenner. Und so können wir das Ganze auch umschreiben. Und das ist quasi die erste Ableitung. Schauen wir uns jetzt die zweite Ableitung an. Dafür würde ich wieder hier diese Schreibweise verwenden, um zu rechnen. Das heißt, wir holen jetzt wieder die minus 1/2 herunter mal 2 mal x hoch ein minus 1/2 minus 1. Hier müssen wir aufpassen, dass wir das sauber berechnen. Im Klausurstress passieren hier häufig Fehler. Wir müssen hier einmal die 1 erweitern. Mit der 2 haben quasi 2/2 minus 1/2 minus 2/2 gibt minus 3/2. Bitte achtet unbedingt hier auf diesen Exponenten. Das habe ich schon sehr häufig falsch gesehen. Das heißt, wir haben jetzt hier die Minus bleiben. Wir können hier die 2 einmal kürzen, also minus 1 mal x hoch minus 3/2. Und das können wir jetzt auch wieder umschreiben, ist, sofern es nicht von der Lehrkraft gesagt worden ist oder auch in der Prüfung oder Klausur steht, freiwillig. Das heißt, ist das gleiche wie minus 1 durch Wurzel x hoch 3. Damit ihr einfach nochmal diese Schreibweise kennengelernt habt, wie man Wurzel als Potenz umschreiben kann. Das war es auch schon. Ich hoffe, dass dieses Video euch weiterhilft. Für Fragen oder Themenwünsche nutzt bitte gerne die Kommentarfunktion. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.